Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal, ich mache nicht auf. Weil ich Verantwortung übernehme. Für dieses Land. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Vielleicht stapeln sich da draußen die Pakete und die Pizzas. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir alle, die wir in diesem Haus leben. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und machen Sie auch nicht auf. Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gültekin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als 6 Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Nachts um 2 geht's los. Da gehe ich dann von Haus zu Haus, klingel die Nachbarn wach und hole die Kinder nacheinander aus ihren Betten. Dann stecke ich ihnen so ein Teststäbchen in den Hals. Manche bekommen davon einen Würgereiz, müssen sich übergeben. Da kümmern sich dann aber die Eltern drum. Morgens um 5 ist die Runde zu Ende. Dann gehe ich nach Hause, hole meine Kinder aus dem Bett und teste sie. Und weil es sich im Grunde danach nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, lasse ich sie bis 7 Uhr vorm Haus stramm stehen. Dann geht sie in die Schule. Ist für uns alle nicht einfach, aber das ist unser Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Deswegen bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können für die Gemeinschaft. Hallo, ich bin Nadine Dubois, ich bin Schauspielerin und ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe. Das kann ich mir zum Glück leisten. Es gibt ja auch für alles Lieferdienste. Die kommen dann hierher und bringen mir Sachen, damit ich nicht raus muss. Und es gibt zum Glück die Müllabfuhr und Wasser und Strom. So viele Menschen da draußen krempeln die Ärmel hoch und packen mit an, damit ich hier sitzen und mich und andere schützen kann. Das finde ich gut. Nicht gut finde ich, wenn diese Menschen dann am Wochenende rausgehen aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und sich in den Park setzen. Dann gehe ich auf meinen Balkon, mache davon Fotos und schreibe auf Twitter, dass die schrecklich egoistisch sind. Und dann gehe ich auf meine Dachterrasse, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen und fühle mich gut, weil ich mich und andere schütze. Bleiben Sie gesund und machen Sie es genauso. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst.
Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Mein Name ist Nina Proll. Ich bin Schauspielerin. Früher dachte ich, ich könne frei und selbstbestimmt Karriere machen. Doch das war naiv. Die Pandemie hat mir gezeigt, wo mein Platz ist. Sie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Dass Sicherheit Freiheit ist. Dass Gesunde auch krank sein können. Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen, wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Gott sei Dank haben wir in Österreich so jemanden. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen, denn nur sie können beurteilen, was für uns wirklich gesund ist. Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Ulrich Beinert. Ich bin jetzt auch Schauspieler. Das macht man heute so, mitmachen. Das nennt man Solidarität. Schauspieler zu sein ist echt toll. Man darf in fremde Rollen schlüpfen, die einem andere vorgeben. Ein bisschen wie ein Bankkaufmann, der einen Gesundheitsminister spielt. Wir müssen jetzt alle Schauspieler sein. Schaut doch mal, unsere Bundesregierung hat uns ein Drehbuch gegeben. Das müssen wir nun spielen. Das ist ein Job. Unser Job als mündige Bürger. Man kann auch nicht immer nur den Guten spielen. Manchmal ist man der Böse. Und einigen liegt das viel besser. Nur wenn wir uns an das Drehbuch halten, wird der Film so, wie Regisseur und Produzenten es wollen. Wir müssen unsere Rolle spielen, und zwar richtig. Wir lassen uns testen, selbst wenn wir uns gesund fühlen. Je mehr, desto besser. Wir machen auch Alkoholtests, selbst wenn wir nichts getrunken haben. Und wir gehen gelegentlich auf den Friedhof, um nachzusehen, ob wir nicht vielleicht schon tot sind. Wir hinterfragen die Anweisungen der Regie nicht. Es ist doch nur ein Film. Werdet auch ihr Schauspieler und haltet euch an das Drehbuch. Hallo, mein Name ist Christine Sommer. Und ich bin Martin Brombach. Wir sind beide Schauspieler und machen uns große Sorgen. Um das Coronavirus. Und deswegen haben wir eine Strategie entwickelt. Zum Einatmen gehen wir immer ins Schlafzimmer. Und zum Ausatmen ins Wohnzimmer. Auf diese Art atmen wir? Immer nur saubere Luft ein. Und da, wo wir ausatmen, da atmen wir halt einfach nicht mehr ein. Deswegen fühlen wir uns sicher. Und wir fänden es gut, wenn andere Menschen sich daran ein Beispiel nehmen würden. Denn viele sind egoistisch und undiszipliniert. Und die sind ja auch schuld daran, dass alles so schlimm geworden ist. Wenn alle die Zwei-Zimmer-Atmung beachten würden, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen.